Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Café Zero, The Sleeping Beast. Wir bereiten jetzt das Frühstück vor. Soka, Barclay. Ich verstehe, Barclay ist also. Du bist unerwartet ruhig. Ich dachte, du wärst abgelenkter. Ich glaube, er hat seine eigenen Gründe. Du hältst immer noch zu ihm? So ist es nicht. Was? Das ist alles. Lass mich allein jetzt. Aber heute ist unser Geburtstag. Oh ja, der ist heute. Kann ich anfangen, den Tisch abzuräumen, junger Herr? Ja, bitte. Und, Happy Birthday. Danke, dir scheint es auch nicht gut zu gehen. Mir geht es so wie immer. Bist du wütend auf einen egoistischen Partner wie mich? Ich habe kein Recht, wütend zu sein. Ich bezweifle es zwar, aber hast du vor, selbst weiter zu forschen? Wer weiß? Du hast die Nachforschungen angestellt, weil ich dich darum gebeten habe. Also sollte ich mir vielleicht keine Sorgen machen? Ist die Wahrheit hinter dem, was vor 15 Jahren passiert ist, so gruselig? Er sieht mich mit einem unergründlichen Blick an. Ich will nicht, dass du mich hasst. Warum sollte ich ihn hassen, wenn ich die Wahrheit erfahre? Haben Sie zu viel darüber nachgedacht? Oh, ich soll ein bisschen ranrutschen hier. Oh, ich krieg's. Einen Moment, Leute. Oh, ich krieg's voll im Rücken. Oh, ich beug mich immer so komisch vor, wenn ich was vorlese und. Ah. 15 Jahre. Ich habe keine direkte Verbindung zu dem Vorfall vor 15 Jahren. Und wen, und vertrauen Sie wirklich den Informationen, die Sie haben? Das habe ich mich gefragt. Es ist schwierig, neue Informationen zu finden, ohne eine besondere Gabe wie Nord zu haben. Besonders vertrauenswürdige Informationen. Ich dachte, Sie wären eine vorsichtige Person, aber lassen Sie sich vielleicht täuschen, Herr Ethan? Nein, so ist es nicht. Ich gehe zurück auf mein Zimmer. Verstanden. So langsam will ich es aber auch wissen. Nun dann, was soll ich tun? War ich zu hart zu ihm? Es sieht mir nicht ähnlich. Herr Ethan hat vielleicht mitgehört, was Herr Barclay geheim hält. Und nach dem Traum letzte Nacht glaube ich, dass ich vorsichtiger in seiner Nähe sein sollte. Du siehst bedrückt aus. Herr Ethan, komm mit mir in die Bibliothek. Ich folge Herrn Ethan nach drinnen. Aber er sagt nichts und sieht sich bloß die alten Bücher an. Haben Sie mir etwas zu sagen, junger Herr? Ich glaube, ich muss weiter erforschen, was vor 15 Jahren passiert ist. Herr Ethan. Wie du gesagt hast, ich habe den Informationen zu leichtgläubig vertraut, auch wenn ich sie von Barclay habe.
彼からしか情報を得られなくなった。一番怪しい人物だと分かっていても、僕はすっかり油断したんだ。Emma ist tot und er ist der Einzige, der mir Informationen geben kann. Ich weiß, dass er der Verdächtigste ist und trotzdem war ich total überrascht. それこそ、彼の思うツボかもしれないのにね。Vielleicht hat er das im Sinn. バークレー様は何をおっしゃったんですか? Was hat Herr Barclay Ihnen erzählt? 君は何があっても僕を嫌わないと約束できる? Kannst du mir versprechen, dass du mich nicht hassen wirst, egal was passiert? 約束できる? Kannst du? できます。 Klar. バークレーはその Barclay hat mir gesagt, dass 15年前ソフィー・エヴァンスはアッシュフォード伯爵夫人に刺されて亡くなったと言ったんだ。Oha! Vor 15 Jahren ist Sophie Evans gestorben, nachdem die Gräfin der Ashford sie erstochen hat. だから、アッシュフォード家の人間はソフィー・エヴァンスの身内であるの敵も同然。こんなこと知られたら、君はもう僕たちのそばには。Deswegen sollte die Ashford-Familie dein Feind sein, da du mit ihr verwandt warst und du hättest vielleicht nicht bei uns bleiben wollen, wenn du das gewusst hättest. Warum haben sie das geglaubt? Es ergibt Sinn. Deine Tante und Emma sind in diese Villa gekommen und meine Mutter wurde wütend und hat sie beide angegriffen. Emma war...その時君の叔母を守れなかったから責任を感じてずっと自分を責め続けた。バークレーはそのように言ってた。Emma hat sich verantwortlich gefühlt, weil sie deine Tante nicht beschützen konnte und hat sich danach selbst die Schuld gegeben. Das hat Barclay mir erzählt. どうして奥様は興奮なさったんですか? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Warum war die Dame so aufgebracht? それが父上が君の叔母と不倫してるって。Ja, unangenehm. Er hat gesagt, mein Vater hatte eine Affäre mit deiner Tante. Eine Affäre? Soll ich mal versuchen, das genau so zu lesen? Oh, komm, ich versuch mal. Das habe ich nicht erwartet. Aber wenn das passiert ist, hätte Frau Emma die Ashford-Familie auch hassen müssen. Und trotzdem ist sie ein Hausmädchen geworden. Der Master und die anderen Bediensteten, wie konnten sie verschwunden sein? Ethan hat wohl noch nicht so weit gedacht.Herr Nathan. 盗み聞きは良くないよ。Andere Leute zu belauschen ist keine gute Angewohnheit. 聞いたら君は素直に教えてくれるのか? Hättest du es mir erzählt, wenn ich gefragt hätte? こんな話、君なら知りたくないと思うけど。Ich dachte, du hättest solch eine Geschichte nicht hören wollen. そうだな。けれど僕も知らなければいけなくなった。Du hast recht, aber ich habe meine eigenen Gründe. え? 理由は言えない。Ich kann sie dir nicht verraten. それでどうするつもりですか? Und was ist jetzt ihr Plan? その前に今日は何の日か覚えてる? Zuerst erinnerst du dich, was heute ist? まさかこんな時でもやるつもりか? Willst du damit sagen, du willst das zu solch einer Zeit machen? こんな時だからこそだよ。すごいケーキを作って誕生日を3人で祝おう。Gerade weil es dafür an der Zeit ist. Saya, bitte back uns einen tollen Kuchen und lass uns feiern. Ich hätte wissen müssen, dass du so etwas sagst, Ethan. いいじゃない。まずはキッチンにある材料を確かめないとね。一緒に来て。Klingt das nicht gut? Wir müssen zuerst nachsehen, was wir in der Küche haben. Komm mit, Saya. かしこまりました。Verstanden. Ob in die Küche...Dün, dün, dün, dün. Schön. Du hast aber viel hier. Entschuldigt. Oh, oh Gott. Ich hab gerade...
ihn nicht mehr ein. Scheiße. Okay, einen Moment. Ich habe gerade voll... ich habe gerade voll die falschen Gedanken gehabt. Und zwar, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade an Sex gedacht habe. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Also, er sagt da, du hast aber viel hier. Und sie sagt, vielleicht brauchen wir noch ein paar Eier. Scheiße. Oh Gott. Ah, findet vielleicht jetzt nicht jeder lustig, aber ich schon. Ich weiß nicht, ich... Okay. Ich hab mich wieder im Griff. Dann lass uns sie kaufen. Um ehrlich zu sein, ich backe selten Kuchen. Oh, ich nicht. Ich liebe Kuchen backen. Keine Sorge, es sollte hier irgendwo ein Rezeptbuch geben. Und es tut mir leid. Herr Ethan. Ich habe dir gesagt, du sollst an mich glauben und ich habe deine Erwartungen enttäuscht. Ich schäme mich. Haben Sie das wirklich durchdacht, junger Herr? Du glaubst mir nicht? Ihr Versprechen. Ich habe mich darauf gefreut, dass Sie es einhalten. Herr Ethan. Um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen Angst zu erfahren, was vor 15 Jahren passiert ist. Ich mache mir Sorgen, ob wir noch zusammen sein können, wenn wir die ganze Wahrheit erfahren. Ich erinnere mich an den Traum von gestern. Ich verstehe, wie er sich fühlt. Vielleicht werde ich mich nicht normal verhalten können, wenn ich Herrn Barkley jetzt sehe. Aber versprochen ist versprochen. Herr Ethan. Ich wette, dieses Mal wirst du mir nicht verzeihen, wenn ich wieder aufgebe, die Wahrheit herauszufinden. Werden Sie Ihr Versprechen erhalten? Ich werde mein Bestes geben. Seine Worte beruhigen mich. Immerhin will ich nicht, dass er aufgibt. Vielen Dank. Dann lass uns gehen. Ach ja, ist das schön. Na, hörte ich? Hey, hast du schon gehört? Das Gerücht also? Ist etwas passiert? Die Leute hier scheinen in Aufruhr zu sein. Du hast recht, ich bin auch neugierig. Ah, bist du das, Karl? Guten Tag, was ist im Dorf los, Sir? Hast du das Gerücht nicht gehört? Gerücht? Karl? Ah, Zurega ita no ka. Ja, mata kondo hanaso. Du hast eine Freundin dabei? Dann lass uns ein andermal reden. Chotto matte. Kimi wa saki ni modotte te. Warte, Saya, bitte geh schon mal vor. Hi. Okay. Herr Ethan, ob er klarkommt? Das ist aber ein langes Vorgehen. Willkommen zurück. Ja. Du bist spät. Was ist passiert? Nichts, ich habe nur mit jemandem gesprochen, den ich kenne. Ist alles bereit? Ich würde noch gerne ein bisschen Dekoration anbringen, aber es ist fast fertig. So.
Ich verstehe, tut mir leid, dass ich nicht viel helfen konnte. Ja, obwohl es von Anfang an deine Idee war. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Herr Ifun scheint wieder etwas zu verbergen. Ist alles in Ordnung, junger Herr? Jupp, kein Problem. Lass mich die restliche Dekoration anbringen. Verstanden. ist mir heiß. Happy Birthday! Oh bitte nicht jetzt. Oh, scheiße. Sag jetzt nicht, Eier fehlen. Es ist wirklich ein schöner Kuchen geworden. Also, Hut ab. Etwas fehlt. Gott. Was ist denn los mit mir? Scheiße. So. Reiß dich zusammen. Komm her, Saya. Du solltest mitmachen. Aber ich bin bloß ein Hausmädchen. Oh Gott. Jetzt komme ich mir gerade wirklich komisch vor. Er zieht an meiner Hand. Du gehörst für uns auch zur Familie. Es ist, wie Ethan es sagt. Da kann man nichts machen. Ich fühle mich, als würde sich ein warmes Gefühl in mir ausbreiten. Und? Sollen wir die Kerzen ausblasen? Wir müssen uns vorher etwas wünschen. Warum wünscht ihr euch nicht zuerst etwas und blast sie dann zusammen aus? Oh, das ist eine gute Idee. Wünsche, Jep, ich habe mich für meinen entschieden. Ich auch. Machen wir die Augen zu und halten uns an den Händen. Ich auch, junger Herr? Ja, vielleicht erhöht sich die Chance, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen, wenn wir uns drei zusammen etwas wünschen. Funktioniert das so? Egal, fangen wir an. Wir halten uns an den Händen. Zusammen schließen wir die Augen und wünschen uns etwas. Seno. Eins, zwei. Mögen ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ach ja. Wir haben viel gespielt. Kartenspiele, Brettspiele, wir haben alles ausprobiert. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht war das unsere bisher schönste Zeit. Aber es hätte auch nur ein Traum gewesen sein können, der nur eine Nacht andauerte. Das wussten wir gut. Wie konnten wir ohne einen Erwachsenen in diesem Haus überleben? Wir beschlossen, das zu vergessen und diese Nacht zu genießen. Bereue nur nichts. Denn morgen werde ich... Oh. Tag 7. Asonda, asonda. Konna ni tanoshii nara. Wir haben viel gespielt. Wenn es immer so viel Spaß macht, hätte ich nichts dagegen, jeden Tag Geburtstag zu haben. Auch wenn es unter ziemlich verzweifelten Umständen ist, stell dir vor, was danach passiert. Du sollst heute nicht darüber reden. Ich weiß. Kann ich jetzt aufräumen? Ja, bitte.
Ich gehe schon mal auf mein Zimmer. Gute Nacht. Herr Ethan, gehen Sie nicht auf Ihr Zimmer zurück? Noch nicht, ich will mit dir zurücklaufen. Will er mir etwas sagen? Dann warten Sie bitte noch kurz. Komm herein. Moment, Leute, ich muss mal ein Schlückchen trinken, ey. Also für vorliest. Ach, wird es ein bisschen trocken. Komm herein. Hi. Ja. ]緊張してる? Bist du nervös? Was wird er tun? Oh mein Gott, was ist das hier? Ich fühle mich... Entweder ist es so, oder ich interpretiere gerade etwas ziemlich falsch. Aber das könnte auch hier auf der Erotikschiene laufen mit den Texten. Also definitiv. Was wird er tun? Ist etwas Es tut mir leid. Ja, passt jetzt gerade nicht ganz dazu. Er sieht mich traurig an. Ich konnte letzten Endes nichts für dich tun. Was ist passiert? Vielleicht wäre es nicht so, wenn ich aufgehört hätte, die Vergangenheit zu untersuchen und mehr an die Gegenwart gedacht hätte. Wir wissen es. Wir verspüren viel Schmerz. Aber es gibt nichts, was wir tun können, um die Situation besser zu machen. Es ist nicht ganz allein Ihre Schuld, Herr Ethan. Saya, du hättest wie Barclay wegrennen sollen. Warum bist du noch immer hier? Das ist mein Zuhause. Aber... Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis Sie Ihr Versprechen eingelöst haben. Ich weiß nicht, wann ich das tun kann in dieser Situation. Ich werde warten. Ich wusste nicht, dass du so stur sein kannst. Ich wusste es auch nicht. Aber es tut mir leid, ich habe beschlossen, eine Weile nicht weiter zu forschen. Aha, eine Information. Ich muss einige Dinge klären und ich werde nicht genug Zeit haben, in der Vergangenheit zu forschen. Er sieht aus, als würde er mich bemitleiden. Ich verstehe, es ist unmöglich, in so kurzer Zeit alles herauszufinden. Aber ich bin diejenige, die beschlossen hat, an ihn zu glauben. Entschuldigen Sie sich nicht. Wenn das Ihre Entscheidung ist, ziehen Sie das bitte durch, Herr Ethan. Ich habe das schon mehrmals gesagt, aber letzten Endes habe ich deine Erwartungen wieder enttäuscht. Nein, es wurde nur verschoben. Ich bin so glücklich, dich als meine Partnerin gehabt zu haben. Ich fühle mich genauso. Danke für alles, Saya. Aber ich habe doch nichts getan. Bitte kümmere dich um Nathan und tut mir leid. Tut mir leid? Es ist spät, also bis morgen. Verstanden. Hä? Geht er jetzt auch? Nach allem konnte ich nicht herausfinden, warum er sich entschuldigt hat. Herr Ethan, Sie haben mir nicht alles gesagt, selbst nachdem es vorbei war. Ja. Es ist nicht höflich, mich anzustarren, sobald ich mein Zimmer betrete. Ich
Ich verstehe, ich werde nicht mehr zurückgehen können, sobald ich einschlafe. Ich glaube, ich weiß, warum ich so auf dieses Versprechen fixiert war. Es geht nicht um das Versprechen an sich, sondern es kommt mir vor, als wäre es das Einzige, was mich mit Herrn Ethan verbindet. Diese Partnerschaft hat mir beigebracht, wie es sich anfühlt, jemanden zu vertrauen, und das hat mir den Wert meines Lebens klargemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich meine Pflicht als seine Partnerin erfülle. Ich weiß. Ich lege mich aufs Bett und bereite mich aufs Schlafen vor. Ich werde dir nicht verzeihen, wenn du wieder an diesem Ort festsitzen wirst. Ich bin noch nicht gestorben. Du hast noch ein paar Stunden, also zeige ich dir deinen letzten Traum. Es ändert nichts, ob du ihn mir zeigst oder nicht. Was bedeutet, dass es kein Problem sein sollte, wenn ich ihn dir zeige? Zeig mir den Hinweis. Vergangenheit, jede Entscheidung. Du bist ungewöhnlich bedrückt. Das ist nicht ihr Problem. Hat es mit dem Jungen zu tun, nachdem du gesucht hast? Wie sie es sich gedacht haben, er ist ein Opfer dieses Vorfalls geworden. Warum sagst du, dass es ist, wie ich es mir gedacht habe? Es steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Das ist nervig. Hey, was halten Sie vom menschlichen Leben? Warum fragst du mich das? Dieser Junge, er hat mir gesagt, es wäre besser zu sterben. Wie kann ein kleiner Junge wie er so etwas sagen? Was stimmt mit diesem Dorf nicht? Es geht nicht nur um dieses Dorf. Es gibt viele Leute, die so denken wie er. Das war dir nur nicht bewusst. Und sie stimmt zu, oder? Wer weiß? Ich glaube, das ist falsch. Dieser Junge hat gelächelt und mir gesagt, dass der Tod besser für ihn wäre. Aber es war ein Lächeln voller Verzweiflung. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, Leute. Ah, eine Minütchen noch. Oh. Es macht mich sehr traurig. Deine Argumente sind immer solide. Du musst bisher ein gutes Leben geführt haben. Sie irren sich. Herr Barclay, was glauben Sie, wie man positiv bleiben kann? Was für eine seltsame Frage. Das solltest du besser wissen als ich. Manchmal tun Leute das Gegenteil, um ihre wahren Gefühle zu verbergen. Hast du etwas gesagt? Nein, es ist nichts. Und? Was ist mit unserer Wette? Lassen Sie uns aufhören. Wir müssen damit nicht weitermachen. Willst du damit sagen, du wirst aufhören, die Dorfbewohner glücklich zu machen?
その行動を賭けにする必要はないと思っただけ。Nein, ich finde nur, wir müssen daraus keine Wette machen. じゃあ、相棒は続行なのかな? Also gilt unsere Partnerschaft noch. それもやめましょう。Lassen Sie uns die auch beenden. 私たち、似た者同士すぎて、面白くなくなったの。Sorry, wir sind uns, zu ähnlich und außerdem wird es langweilig. Ja. Die letzten Stunden sind angebrochen.Och, und mein Bein tut total weh. Och. Ich mache langsam die Augen auf und finde mich in diesem seltsamen Café Zero wieder. Ich kann auch Null sagen. Habe ich vorher Null gesagt? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Sollte ich Willkommen zurück sagen? Du bist also wieder da. Was denkst du, nachdem du jetzt eine Woche von deinem Leben erneut durchlebt hast? Ich will nicht mehr sterben. Ich hätte meine Reue hinter mir lassen sollen, aber ich habe versagt. Am Anfang dachte ich, es wäre nicht schlimm zu sterben, aber jetzt sehe ich es als Verlust. Wir haben einander vertraut und das hat mir gezeigt, dass mein Leben wertvoll ist und ich stark mit ihm sein kann. Dieses Konzept von einem Partner ist wirklich wundervoll. Wie deine Entscheidung auch ausfällt, ich habe keine Einwände. Was? Ich habe gesagt, es ist mir egal, solange du nicht mehr herkommst. Es ist mir sogar egal, wenn du dich weigerst, in den Himmel zu gehen. Es ist nur, dass du mich störst, wenn du weiterhin hier bleibst. Dafür hast du mich 7 Tage zurückgeschickt? Für gewöhnlich gehen die Menschen instinktiv zu dem Ort, wo sie hinwollen, nachdem sie gestorben sind. Es ist so natürlich, dass man nicht mal drüber nachdenkt. Wie also würde man seine Augen öffnen, wenn man aufwacht? ただ君の場合、少し事情が違った。生きていても本当の君はずっと心の中で眠り続けていた。自分を負の感情から守るためかもしれないが、それじゃ完全に死ねないだろう。Wie, als würde man seine Augen öffnen, wenn man aufwacht. Sorry, ich habe mich vorhin verlesen. Aber dein Fall ist anders. Dein wahres Selbst schläft in deinem Herzen, selbst wenn du lebst. Vielleicht, um dich vor negativen Gefühlen zu schützen. Aber es verhindert, dass du stirbst. Weil dein wahres Selbst nie lebendig war. Die 7 Tage sind also... Die Zeit, in der dein wahres Selbst erwacht. Ich habe dir die Vergangenheit gezeigt, um die Mauer um dein wahres Selbst zu schwächen, damit sie leichter einzureißen ist. Ich verstehe. Wenn ich von diesem Gefühl gewusst hätte, wünschte ich, die Mauer wäre früher eingerissen worden. Am Anfang mag ich rastlos gewesen sein, aber jetzt bin ich glücklich. Du fühlst dich also nicht mehr rastlos? Es gibt keinen Grund, rastlos zu sein, solange er sein Versprechen einhält. Es ist traurig, dich so zu sehen. Dir sollte bewusst sein, dass er dich hintergangen hat. Hat er nicht. Vielleicht ist es doch so. Herr Ethan hat gesagt, dass er das Versprechen später einlöst, aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass er aufgegeben hat. Trotzdem kann ich das nicht akzeptieren. Herr Ethan, wir sollten im Herzen noch immer Partner sein, solange ich nicht aufgebe, oder?裏切られた。その苦しみが君には重すぎたようだ。
Du hast ihm vertraut und er hat dich hintergangen. Der Schmerz scheint zu viel für dich zu sein. Ich habe zu viel geredet. Ein großes Tor öffnet sich vor mir. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich durch dieses Tor gehen muss. Nun dann, komm nie wieder hierher. Das hätte auch von mir kommen können. Bevor ich gehe, darf ich noch mal dein flauschiges Wolfshaar streicheln? Nein, verdammt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Tschüss. Ich gehe direkt auf das Tor zu. Das Licht umschließt mich. Ich habe mich entschieden, ich werde zu diesem Ort gehen. Auch wenn es keine Hoffnung gibt. Auch wenn es keine Zukunft gibt. Ich werde trotzdem zurückkehren und mit den Erinnerungen an dich leben. Ist Herr Ethan aufgewacht? Ich werde als Ihre Partnerin weiterforschen, wenn Sie es nicht können. Ist es nicht normal, dass sich Partner die Arbeit teilen? Deswegen konnte ich doch noch immer an Herrn Ethan glauben, oder? Das Feuer wird größer und verschlingt alles in 0, nichts. Ethan-sama! Ethan-sama! Herr Ethan? Herr Ethan? Wo sind Sie? Zeigen Sie sich! Aber egal wie laut ich schreie, niemand kann hören, was ein Geist sagt. Oder? Bitte kümmere dich um Nathan und es tut mir leid. Sie wussten, dass es so enden würde, oder? Ethan, Partner, Ende. Fortsetzung folgt. Oh. Neue Gefühle wurden freigesetzt. Vertrauen, Misstrauen. Okay, meine Lieben, das war... Aua, ich habe mir gerade den Ellbogen gestoßen. Café Zero is a Sleeping Beast. Ja, was soll ich dazu sagen? Soll ich jetzt wirklich... Meine ganz ehrliche Meinung, es war total langweilig. Ich fand es total langweilig. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch so langweilig, weil ich die ganze Zeit lesen musste. Oder... weil ich die Story nicht ganz gescheckt habe. Also die Musik und das Ganze drum und dran, das Design, alles super, alles toll. Also, Sprecher super und so. Ja. Aber ich meine, ich habe verstanden, dass, also ich habe ja schon mal erzählt, dass wir uns zwischen Nathan und Ethan entscheiden konnten bei einer bestimmten Situation. Ich habe mich unbewusst für Ethan entschieden. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, fällt halt das Ende aus.
Und ja, ich werde jetzt aber nicht das andere Ende auch nochmal spielen, weil ich mich halt durch dieses Spiel recht durchgequält habe. Ich habe verstanden, dass Barclay und Sophie früher also nicht Freunde waren, sondern Bekannte, die halt miteinander gewettet haben, bla bla. Diese Emma, die hat sich ja hier umgebracht oder ist gestorben. Genau, die ist gestorben. Und der Ethan, der ist immer halt verkleidet durchs Dorf gerannt, ne? Und ja. So, Barclay ist abgehauen. Wegen der ganzen Sache vor 15 Jahren. Wir haben erfahren, dass die Mutter von Ethan und Nathan eifersüchtig war wegen einer angeblichen Affäre auf Sayas Tante, ne? Und auf Sophie. Und hat sie deswegen erstochen. So, und die Emma hatte die ganze Zeit Schuldgefühle und ja, dass sie sie nicht retten konnte. Ja, das habe ich jetzt verstanden. So, Ethan, jetzt ist aber die Frage, ist Ethan jetzt bei dem Feuer auch umgekommen? Weil er sagte, kümmere dich um Nathan, ist ja gut, aber oder hat er vielleicht das Feuer gelegt? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also, weiß ich mein Ding, ich habe noch viele andere, die sind vielleicht wesentlich spannender. Einfach mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Was ist denn mit den Extras? Galerie, Filme, Musik, Erinnerungen. Musik. Ah. The Beast. Ah, okay, ja. Ich hab's verstanden. Filme. OP-Film. PV. Mhm. Ja gut, Erinnerungen. Warum Sophie in dieses Dorf gekommen ist, war Partner werden, anders denken. Ja gut, guck mal, oh, wir haben aber viel vergessen. Galerie noch einmal durchgucken, noch ein paar Bilderchen, ja. Viele Bilder nicht gemacht. Gut, das kann vielleicht daran liegen, dass wir die anderen Weg nicht gegangen sind. Okay, meine Lieben, das war's jetzt also erstmal. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und lasse zum Ende hin nochmal den OP-Film, den Opening-Film laufen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Deva, おやすみなさいませ.